Jo und willkommen zurück zu Pokémon Kristall in der Fuxania City Arena, wo Koga von einem anderen Arenaleiter abgelöst wurde. Ich glaube seine Tochter oder Nichte oder so ist das. Hahaha, du kannst Gift darauf nehmen, dass ich Janina bin. Nein, bist du nicht. Ihr tut alle nur so. Außerdem bist du ein Typ. Ich meine, kein Gender-Shaming, aber ich glaube, zu dieser Zeit war das, als das Spiel entwickelt wurde, war das noch nicht so Thema. Irgendwie habe ich das Gefühl, also ich würde jetzt vermuten, dass in einem Pokémon-Spiel, weiß ich nicht. Mir wäre es egal. Aber ich weiß nicht, ob sie das tun würden. Ich meine, guckt euch den Anime an. Da sind viele Typen, die sich als... James verkleidet sich ständig als Frau. Leute, die als wie Frauen aussehen und Frauen, die aussehen wie Typen. Also, pff. Mein Gott. Ist dann halt so. War mir klar, dass die in der Mitte sitzt. Die ist doch Janina? Ups, dachte die in der Mitte wäre Janina. Jetzt habe ich natürlich den Text nicht vorgelesen. Ups. Ich meine, ich weiß nicht, ob da so richtig, ob da überhaupt was Wichtiges drin war, aber. Ja. Wir versuchen es einfach weiter mit Konfusion. Okay, ich kann euch genau sagen, was sie gesagt hat. Hehehe, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mache nur Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin Janina, Arenaleiterin von Fuxania City. Das hat sie gesagt. Kann X-Bad nicht mal bitte verwirrt sein? So, was hat sie noch? Smogon. Also, wenn wir die letzte Trainerin wohl nicht besiegen. Auch wenn ich es mir gerne gewünscht hätte. Ist natürlich doof, wenn man nicht weiß, wer der Arenaleiter ist und die Arenaleiterin. Dann kann man natürlich auch nicht gucken, dass man die zuletzt herausfordert. Noch ein Smogon. Noctu schlägt sich gut. Was ich aber irgendwie hat, ich hatte immer im Kopf, Feuer ist auch effektiv auf Gift. Was an einigen Stellen Sinn ergibt. Einigen nicht. Ein chemisches Gift. Ja, durch Hitze wird das mal wieder halt. Kann halt eine Reaktion hervorrufen, wenn durch Hitze, aber. Da fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Ist Käfer, ne? Gut, hilft. Käferflug. Ein Käfergift. Egal, es ist zu Gift. Käfergift, aber. Nicht Fluggift, meine ich. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber Koga hat ja auch eins, deswegen. Deswegen haben wir drüber gesprochen. Wo war ich stehen geblieben?
Genau, das macht halt Sinn bei gerade natürlichen Giften. Das sind halt, natürliche Gifte sind Proteine, Eiweiße. Und die werden halt durch Hitze zerstört. Von daher wird es Sinn ergeben, wenn jetzt auch Feuer auf Gift effektiv wäre. Weil die meisten Gift-Pokémon, würde ich jetzt mal gerade so vermuten, sind Pokémon, die natürliches Gift haben. Klar, so ein Slimog oder so, natürlich wahrscheinlich nicht. Klar. Du bist recht stark, ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden. Ich verstehe auch nicht, warum Seelenorden in der Giftarena? Warum nicht in der Geisterarena? Egal. Okay, Seelenorden. Du bist so stark, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist Toxin, ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Ah, Kuga ist ihr Vater. Wen kennst du die echte Arena, Alterin? Ja, dich habe ich leider nicht herausgefordert. Egal. So, das war diese Arena. Ja. Wie gesagt, in Fuxiner City gibt es, glaube ich, gar nicht dann mehr so viel zu tun. Wir könnten in die Safari-Zone. Aber irgendwie, Safari-Zone war noch nie mein Ding. Oder gibt es irgendwas Interessantes? Lass mich mal kurz einmal nachgucken. Ich dachte, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas brauchen oder so. So, Safari-Zone. Ja. Gut. Ich glaube, da kommen wir gar nicht rein, wie ich das richtig sehe. Wir kommen hier nicht mehr zum Meer. Was mehr zugemacht? Haus des Wächters. Mein Großvater ist der Wächter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschlossen, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Was ist das denn mit dem Radika? Ja, und wenn er die Welt, wenn der Wächter verreist ist, dann wird die Dings wahrscheinlich zu sein. Hier ist eine Nachricht. Bis auf weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen. Sagen, das ist die. Das ist das Büro. Na gut, geschlossen ist falsch, ist halt keiner drin. Nee, hab doch nichts Interessantes zu sagen, ne? Ich guck's mir mal an, aber ich glaube da nicht, dass da üben. Ich meine, die Safari-Zone ist zu. Ist jetzt so auch zu oder was hier? Nirgendwo so ein Pokémon drin. Ja. Gut. Nicht mal eine Tür da. Der Wächter ist verreist, deshalb ist die Safari-Zone geschlossen. Na, geschlossen? Das ist komplett vernagelt. Okay. Eigentlich sollten wir von hier aus nach Dings können, aber. Können wir eigentlich nach Lavandia? Also nach Lavandia können wir ja bestimmt, aber. Was wollen wir da? Da gibt's keine Arena. Ah. Na. Ich weiß, die Steuerung ein bisschen frickelig. Nee, tut mir leid, die Straße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wenn du zur Zinnoberinsel möchtest, gehst du von Alabastia nach Süden, was? Okay. Okay. Dann, ohne zu fliegen, bleibt uns eigentlich ja nur eine Richtung.
Welches Pokémon braucht denn gerade am. Hat gerade den niedrigsten Level? Megani und Scaraborn. Und dann kommt sogar tatsächlich Warlord. Kannst mal sehen. Und Megani kriegt ja ein Dings, dann geht noch Training. Gut, ich weiß nicht, wie viele Pokémon da sind und wie viel stark die sind, aber. Machen wir erstmal Scaraborn. Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Ja, mach doch. Geh mir nicht auf den Nerven. Vorschulkind oder Schulkind. Wollte mal. Ja. Kleinvieh macht auch Mist, oder wie sagt man so schön? Was jetzt so die Level angeht. Ja, worüber könnten wir reden? Worüber können wir reden? Das ist nun mal ein Let's Play und kein Livestream, sonst könnte ich mit einem Chat reden, wenn einer da wäre. Gegenschlag? Reden wir über Gegenschlag, was, Gegenschlag. Schlägt den Gegner. Stärke der Attacke ist umso höher, je weniger KP der Anwender besitzt. Es verhält sich wie folgt. Ist echt, mit voller KP nicht gerade stark. Ja, sogar bei 50% noch nicht besonders. Also ab 35% Energie wird interessant. Aber. Oh, wollte gerade sagen, ey. Hornattacke setzen wir eh nicht mehr so viel ein, also komm. Ist natürlich nur interessant, wenn Scaraborn und Scarpe unten sind. Aber wir können es einfach mal direkt ausprobieren. Jetzt gerade müsste es Stärke 20 haben. Ja, mit Typenvorteil und bei Magnetilo scheint es zu reichen. Bei dem Level scheint es zu reichen. Bei Magneton auch, wir werden es sehen. Na, nein, reicht da nicht. Aber der Zertrümmerer reicht dann aus. Schöne Sache, schöne Sache. Tut mir leid, Mutter, ich wurde besiegt. Hast du echt den groß gezogen? Mutter! Wie konntest du nur? Für alle, die das kennen, schreibt's in die Kommentare. Ah, Xatu. Es ist nicht Scaraborns Stärke. Wo Stärke das einzige ist, was hier etwas bringen würde vom Scaraborn aus. Ein Psychoflug auf ein Käferkampf-Pokémon. Ich glaube an dich. Oh, der typische Mordblick. Oh, Simsala. Ja, warte, ich mache jetzt Erdbeben. Pum, fertig. Na, ah, bist du tot. Schön Wetter, Schulhof, Klassenzimmer. Eine Lehrerin? Was hat sie? Ein Griffel? Als Lehrerin? Das Griffel macht doch nur Schabernack.
sagen, es müsste Typenfolter sein. Hör, bleib drin. Das kann ich eher verstehen. Ein Tragos, um das ich gekümmert werden muss, das wäre in eine oberste Pflicht. Ich finde Tragossos Design allein. Irgendwie finde ich Tragossos Design sogar noch besser als Knoggers. Und bei Knogger ist das schon richtig zum Schädel geworden, weil Tragossos ist halt der Schädel noch oben drauf. Und halt nicht festgewachsen, das wollte ich sagen. Wer bleibt denn jetzt noch von Arena der Dampyro? Orko. Giovannis Nachfolger. Aber wenn ich einen Verstärker eingesetzt, ist es eh besser. Wie viele haben wir denn überhaupt besiegt? Major Bob, Sabrina, Misty, Erika, Jasmin. Rocco, Pyro, Giovannis Nachfolger sind dann drei. Noch drei. Dann wären wir bei acht. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, welches Pokémon da kommt. Ich glaube, es stand Kapuzzi. Du hast nur so im Augenwinkel noch gesehen. Weil ich gerade einen Moment unaufmerksam war. Gazeblatt. Oh, Kaulquappe ist rasiert. Ja, komm, wechsel dich halt wieder. Dieser Megania hat, kriegt seine Sternstunde auf jeden Fall noch. Und Morlord auch noch mal. Und dann müssen wir gucken. Ditto. Ah, Ditto, ja, Ditto, Ditto. Haben wir diesen LP schon mal ein Ditto gesehen? Nein, es darf nicht mit so ein bisschen KP überleben. Oh, und dann Wandler machen und dann Gegenschlag. Was so, bei so wirklich so diesen letzten KPs ist das 200. Das wäre verheerend. Hast du etwas vergessen? Nee. Wieso? Ich gehöre nicht zu ihren Schulkindern. Ja genau, Pipi. Stelle ich mir auch eher als Lehrer Pokémon vor. Als ein Griffel. Das eine Unordnung macht. So wild ist. Ah, mal gucken, wie viele Trainer auf diesem... Ja, auf diesem Pfad hier so sind. Ich glaube, wenn wir in Safronia City zurückkehren, gibt es auch noch mal was zu tun. Da wir die Spule zurückgebracht haben ins Kraftwerk. Jetzt Zornklinge! Was soll das denn hier mit dem Giftpuder? Ist doch kacke. Ich glaube, ich habe gar kein Gegengift mehr. Utrigaria. Rein um zu wissen, ob die Reihe auch fortgesetzt wird. Scheint so.
Also wenn jetzt Sonnenklinge auch wieder landet, das wird auch ein One-Hit-Kill sein. Der Zornklinge wird ja mit jeder Runde, die es ununterbrochen eingesetzt wird, stärker. Weil mir nicht aussieht, ob das nur an meinem Pokémon, also ob es wirklich ununterbrochen an der Attacke liegt oder ob es zum Beispiel auch ja durchs das gegnerische Pokémon auch Auswirkungen auf hat. Ich habe leider kein Gegengift. Das ist kacke. Aber wir leben damit. Halt, wo so mehr mögen wir so einen ihm bekannten Platz trainierst. Mir war jetzt viel genuschelt, ich weiß. Pokéfan Reinhold. Reinhold. Messner. Bist du Reinhold Messner? Ja, wir trainieren jetzt mal mit Scaraborn. Bisschen. Weil warum nicht? Solange er noch kann. Lass uns doch eben zurückfliegen, der Fuchsein, er sieht die um den heilen, weil die ganze Zeit dieser Gifteffekt, der geht dann doch dann ziemlich auf den Nerven. Wo ist Noctu unten? So. Dann wollen wir ja nach Lavandia. Komm jederzeit wieder vorbei, ja. Ich werde drauf zurückkommen. Egal ob bei ihm oder bei einer anderen Schwester Joey. Oh, das ist ein Item. Da ist ein wildes Pokémon. Was könnte es sein? Ich treffe auf einen Knuffenser. Nidorina. Okay. Nidorina. Weiblich. Ja, Nidorina sind immer weiblich. Ich glaube, die einzigen Pokémon der ersten Generation, die auch Geschlechter getrennt waren. In der ersten Generation gab es ja noch keine Geschlechter. Außer Nidoran männlich und Nidoran weiblich. Und IP Plus. Plus hebt die maximale Anzahl der AP. Ja, machen wir das. Hat er nur 5. So, und dann schauen wir mal weiter. Hier steht noch einer. Ich träume davon, meinem Lieblingsvogel-Pokémon zu fliegen. Nein, Vogeltrainer. Ich habe einen Skyramon vorne. Nicht besonders gut. Ebetak. Einzige Pokémon der ersten Generation, das mit I anfängt. Willkommen zurück zu unnütze Fakten über Pokémon. Essen zahlt dich, Marin. Und war immer irgendwie das böse Tauboss, Tauboga, wie auch immer. Hat nur zwei Entwicklungsstufen. Keine Ahnung, ich finde Ibitak ist jetzt nicht besonders schönes Pokémon. Entschuldigung, alle Ibitak-Fans da draußen, aber keine Ahnung. Taubos war halt immer und Tauboga, selbst Tauboga halt auch, war immer, halt immer cooler. Hi. Jetzt kann ich sagen, man hatte Arbeit, einen prämierten Pokémon zu fangen. Ich mach mir halt. Warum mache ich eigentlich die Mühe, die Sätze so halb vorzulesen? Macht doch gar keinen Sinn. Bin Bisasam. Hast du etwa auch Bisasam, Bisaflor, Bisaknosp, Bisaflor?
Die Bisa-Reihe, einfach gesagt. Ja, so kann natürlich Zornklinge nichts werden. Ich glaube, ich habe noch Aufwecker dabei, deswegen. Ich kann aber auch gleich einfach wechseln. Schicki, schick, schick, schicki. Oh, hast du gleich noch Glumanda? Magneton, ne? Ich hab's gerade irgendwie ein bisschen übersehen. No, schicki Sprite ist ja mal super süß. Gelungener als jetzt von Bisasa. Moluet. Also von den dreien ist der Front Sprite vom Bisasam am wenigsten gelungen. Am besten gelungen, weiß ich nicht. Ich würde halt sagen, Glumanda Sprite ist halt ein bisschen simpler. Also, generell. Eine Echse auf zwei Beinen mit einem Links, aber so ein Chigi hat halt noch so diesen Panzer mit der Musterung drauf. Ich würde vermuten, dass es ein bisschen leichter. So. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir einen Onix fangen. Das könntest du machen. Warum habe ich jetzt Links nicht aufgeweckt? Ja, Skarabon schläft. Egal. Solange er schläft, kann er nicht vergiftet werden. Wenn Skarabon gleich niedrige KP hat, dann lässt sich Dings ja mal ausprobieren. Gegenschlag. Die Stärke von Gegenschlag. Aber wenn sein Dame weiter so angreift, kann ich noch lange schlafen, damit das was bringt. Ich werde auch scheinbar noch lange schlafen. Ah ja. Geht doch. Perfekter Moment, um Zornklinge einzusetzen. Ah, jetzt Garabon schafft das schon. Wenn er weiter Zornklinge einsetzen kann, dann wird das einfach. Dann wird das schon gut. Wenn Zornklinge gleich irgendwann daneben geht, dann müsste ich mir eine andere Attacke aussuchen. Hier sieht man den Effekt von Zornklinge. Eigentlich eine sehr starke Attacke. Die muss halt nur treffen. Da. Ta-da-da-da-da-da. Ich habe verloren das. Oh, wir wollen uns aber nicht noch in weitere Kämpfe stürzen. Oder komm, einen können wir noch, oder? Einen können wir noch, komm, einen machen wir noch. Verbeuge dich vor meinen königlichen Pokémon. Oh, der Herr. Ich verbeuge mich.
Ein Nidoking. Was verbeuge ich mich davor? Komm, greif mich an, greif mich an, greif mich an. Dadurch wird Gegenschlag nur noch effektiver. Greif mich ruhig an. Das ist eigentlich auch eine Taktik, wa? Man lässt den Gegner erstmal ein bisschen in Sicherheit wiegen. Also diese Trainerklasse finde ich interessant, weil die hat halt viele unterschiedliche Pokémon. Ja, gut, das ist nicht das intelligenteste auf dem Psycho-Pokémon. Und ich bin Kampf-Pokémon. Egal, aber bei dem Levelunterschied mag das gehen. Wie gesagt, wird er effektiver. Achso, durch den Levelaufstieg, wo es rechnet sich ja prozentual. Ja, keine Ahnung. Reicht. Auf jeden Fall. Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Ja, ich wage es. So, das soll es aber auch für diesen Part gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaltet im nächsten Part wieder ein und wir sehen uns dann. Also, ciao, Freunde.